Ja, hallo, ihr Lieben. An meiner Aufmachung könnt ihr schon sehen, es ist Weihnachten. Und deswegen habe ich für euch heute den ultimativen Tipp, wie man Geschenke perfekt einpackt. Ja, aber bevor wir jetzt loslegen mit dem kleinen, aber entscheidenden Tipp, muss ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass ich Tür Nummer 20, vom Magnolia Adventskalender bin. Und ich habe heute nicht nur den ultimativen Geschenke-Einpack-Tipp für euch, sondern ich bin auch Teil eines richtig, richtig coolen Gewinnspiels. Denn drei von euch können einen 500-Euro-Shopping-Gutschein von ASOS gewinnen. Also ich meine, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Wie funktioniert das alles? Ihr habt natürlich erstmal alle Links und so weiter in der Infobox. Aber ich erkläre es euch nochmal ganz kurz. 24 Magnolien haben Videos dazu gemacht, beginnend an dem ersten. Und wir haben in diesen Videos jeweils ein kleines Wörtchen versteckt. Also schaut auch in meinem Video ganz, ganz, ganz genau hin, wo ihr das Wort findet. Und wenn ihr alle Wörter gefunden habt, dann gibt es einen Satz, den ihr an die dementsprechende Gewinnspieladresse per E-Mail sendet. Und eine Magnolie wird dann die Glücksfee sein und drei von euch zu Weihnachten mit diesen Gutscheinen dann beschenken. Und ja, ihr solltet auf keinen Fall die Videos der anderen Mädels verpassen. Da sage ich euch am Ende noch was dazu. Aber jetzt wollt ihr sicherlich wissen, wie ihr demnächst eure Weihnachtsgeschenke einpackt, oder? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich diesen Trick kannte, sah Geschenke verpacken bei mir doch meistens eher so aus. Ich habe immer das zu groß abgeschnitten, mich vertan. Ich wusste nie genau, wie kann ich das machen. Und dann musste ich eben immer da am Ende das abschneiden und am Ende hat man wahrscheinlich die halbe Rolle des Geschenkpapiers in die Tonne gekloppt. Und ich bin ja sehr lange im Einzelhandel gewesen und musste dann auch, ich weiß nicht, wie viele Weihnachtsgeschenke einpacken. Und da hat mir meine damalige Chefin einen kleinen Trick gezeigt, wie man immer auf Nummer sicher gehen kann, dass das Geschenkpapier schon genau die Abmaßungen hat, die es haben muss. Und das zeige ich euch, wie es geht. Ja, wir müssen die Länge und die Breite ausmessen, die unser Geschenkpapierstück haben muss. Für die Länge setzt ihr euer Geschenk an der Papierkante an und dreht das einmal komplett um die eigene Achse. Dann wisst ihr, wie lang das Papier sein muss. Und das markiert ihr euch mit einem kleinen wenig Zugabe mit einem Stift, damit ihr wisst, wo ihr später abschneiden müsst. So, jetzt brauchen wir noch die Breite. Da legt ihr euer Geschenk hin und messt mit dem vorderen Papierschnippel ab, dass das Papier etwas über die Hälfte von dem Geschenk geht und dann richtet ihr das auf. Jetzt könnt ihr das markieren, aber nehmt da keinen Überschuss, denn sonst müsst ihr nachher wieder abschneiden. So, dann haben wir unser fertig geschnittenes Papier und können jetzt ruckzuck einpacken. Dazu legen wir das Papier um das Geschenk einmal rum. Verschließen das mit Tesafilm und können dann anfangen, die Seiten zu verpacken sozusagen. Und da seht ihr, das passt wie Arsch auf Eimer, wie der Westfale so schön sagt. Einfach beide Seiten einklappen. Ihr habt ein perfektes Dreieck, was ihr dann wirklich nur noch nach oben klappen müsst und mit einem kleinen Stück Tesafilm befestigen braucht. Und jetzt noch schnell die andere Seite. Auch da seht ihr, rucki-zucki sieht das wunderbar aus. Und wenn ihr das so perfekt zuschneidet, dann spart ihr nicht nur Papier, sondern es geht auch einfach viel, viel schneller. Ja, und schön eingepackt. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Dekoration, Schleifenband, Schleifchen. Ihr könnt das Geschenkband kringeln, ganz wie ihr das gerne verzieren wollt, damit euer Paket der Star unter dem Weihnachtsbaum ist. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure besten Geschenke zu Weihnachten bisher so waren. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Es ist so einfach, aber das Geschenk sieht einfach knickeknacke super aus und ihr habt garantiert kein Geschenkpapier verschwendet. Das Einpacken geht auch sehr viel schneller. Wenn ihr jetzt an dem Magnolia Adventskalender Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall das Video von gestern angucken. Das war nämlich ein ganz tolles DIY von der Hello Chrissy und die zeigt euch nicht nur ihr Wort, sondern auch wie man Badekugeln macht. Oder ihr guckt morgen zu Jessie Wunderland. Die zeigt euch auch ein DIY, wie man nämlich ein Spa-Set macht. Und ich finde, das ist ein perfektes Thema, um vielleicht der Mama zu Weihnachten zu schenken. In diesem Sinne solltet ihr mich natürlich abonnieren, Kommentar da lassen, bla bla bla.
oder Geschenke einpacken gehen. In diesem Sinne sage ich einfach ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Eure Coco.